werter Patient, zu einer weiteren Folge von Overlord. Ja, wir haben in der letzten Folge ja herausgefunden, dass diese Steinviecher sehr, sehr, sehr gefährlich sind. Und wollen jetzt versuchen, diese Mine zusammenzunehmen. Okay, wie ist jetzt hier der Stand? Unsere Muttergöttin ist eine Elfe. Wie können die glauben, sie sei etwas anderes? Dann, Moment, die da hinten schalte ich mich schon alleine aus. Dafür nehme ich jetzt mal einfach meinen Schildzauber. Zaubere den auf mich. Und da liegen die Gegner. Geht hier, glaube ich, auch ganz gut und jetzt wieder beenden. Sehr schön. Nur und das Team ist ein bisschen gering geworden, was ich nicht so gut finde. Da ich die Fernkämpfer eh nicht nutze. Okay, ich glaube, wir müssen in dem Fall echt diese Viecher ausschalten. Ah, ja, alles gut, kein Hektik. Wir sollen einen Tempel für unsere gestohlene Statue bauen. Was für eine Demütigung. Ja, ja, das ist ganz unknorke, sehe ich auch so. So, okay, hier können wir schon mal nichts machen. Dieses Finden ist übrigens, dass es hier gegenrollt. Ah, genau so. Oh, fuck! Oh, Mann, diese Rennen... Das ist irgendwie, dass sie ihre Richtung ändern können. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich will sehen, hier können sie nicht lang. Ah, sieht gut aus. Möpse ich jetzt, das sieht super aus. So, dann werde ich jetzt hier einfach, ja, ja. Bin sie mit dem Zauber? Okay, der macht gar nicht so schlecht Schaden, glaube ich. Ah, nicht so viel, wie er sollte. Na, Jungs. Bleibt mal hier stehen. So, und um den Kerl kümmere ich mich einfach persönlich. Au, okay, nein, der macht nicht so viel Schaden, als dass er mir gefährlich wird. So. Jetzt liegt er wieder vom Rücken. Zurückziehen. Na, komm an. Komm, komm, komm. Sehr schön. Dort, na gut, okay. Wie viel Schaden macht der mit einem Hieb? Mach nochmal. Ah, das war jetzt ein bisschen Magieverschwendung, aber sie sind alle, beide, tot. So, kommt... Gut. Während ich hier schiebt, und wo sind die Elfenkerle? Lasst uns nicht als Zwergendiener sterben. Ich tendiere allerdings zu einem seichten Doch. Wir sollen einen Tempel für unsere gestohlene Statue bauen. Jo, ne, ist halt nicht so knorke, aber. Ich brauche unbedingt braune Energie demnächst. Sonst sieht es hier sehr, sehr düster aus, ne? Den stehen jetzt drunter geschoben, ja gut. So. Ich hoffe sehr, ich gelte dich jetzt nicht auf einmal als Retter, aber...
Im Notfall. Die Muttergöttin hat uns nicht verlassen. Angriff. Macht die Elfen kalt. Genau, sehr schön. Weg mit diesen. Nein, 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 keinen kommen lassen. Los, 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 tötet die Elfen, tötet die Elfen. So, der ist erledigt. Der auch. Ich will nicht, dass einer von ihnen überlebt. Das ist mir dann nicht. Immerhin haben wir die Möglichkeit, die Elfen zu töten. Und die liefern, glaube ich, auch braune Energie. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mal los hier, macht ihr auch noch alles kaputt. Sehr schön. Brave Jungs. So, wo ist denn der Rest der Jungs? Gut, wir haben wieder ein Team. Los, 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 los. Und zurück. Ah, ist dem Tor immer ein wenig geschadet. Das wollten wir auch. Jetzt muss ich auch sehen, wo ich es hinlege. Perfekt. Jetzt haben wir noch massig Zeit. Ja, Herrgott, geh kaputt, du blödes Tor. Jetzt komm. Her, Junge. Ernte, du gehst in das Scheiß. Ach, jetzt weiß ich, wieso das Scheiß doch nicht kaputt geht. So. So, weil ich es immer falsch ablege, glaube ich mal. Ah, Mist, den hat es zerlegt. Aber wir sind vorangekommen, das ist das Gute. Haben dabei blöderweise auch über Verluste zu klagen, ne? Ich persönlich ja nicht so. Oh nein. Ja, dachte ich mir schon fast. Los, komm, angerollt. Hier hinter jetzt mit uns. Und jetzt ganz, ganz schnell. Wie das Vieh hier weiterrollt. Euer verdammter Ernst? Schnell, 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 schnell. Ach, na super, noch so ein Rollviech. Und ich laufe genau in die Sackgasse. Wie ist das? Nee, okay, gut, 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 gut. Hier hoch erstmal. Ah, es hat ein paar getötet, leider. Guck mal, wie es hier abgeht. Die kämpfen, glaube ich, gerade gegen das Vieh, ne? Nicht ihr wichtig Probleme als mich. So, jetzt Beispiel mal den, das rollende Viech dort. Och, komm schon. Wie stark ist denn dieses scheiß Viech, Alter? Wie gemein ist halt auch rollt. Nein, das Vieh, das Vieh, das Vieh. So, jetzt kann ich den normalen Zwerge noch umbringen. Jetzt sind sie nämlich kein großes Problem mehr. Jetzt stocken wir jetzt mit Grünen auf. So. Oh, dann habe ich noch ein bisschen Energie. Oh, wir haben wieder einen verloren. An was denn? So, mal sehen, was uns hier hinter erwartet. Ich hoffe mal nichts Böses. Es ist halt nicht so schlimm, dass wir hier nicht weiterkommen. Ich hoffe, das war es jetzt auch wert. Ah, immerhin ein bisschen Geld. Ja, das war es durchaus wert, würde ich sagen. Kann man als das war's wert zählen. Und jetzt müssen wir hier oben lang, ne? Hier rechts lang, genau. Da ist der Endboss.
das denn für ein Vieh, Alter? Wie hässlich es ist. Okay, der lässt nicht zu, dass hier irgendwas rankommt. Wie ich es mir gedacht hatte. Das Wesen aus dem Elfenkind. Jule, diese Diebin, ist noch immer hinter der Statue her. Wie es aussieht, kann ich ihn besiegen. Ja, toll. Hm. Ja, hier gibt es braune Scheren zu holen. Wenn ich jetzt blöderweise nicht mehr allzu viele habe. So wird es ja noch in diese Energie ran, ne? Weil das scheint mir zumindest ganz logisch. Was machen die denn? Wo gehen die denn lang? Okay, sie hatten Glück. Nicht der ganze Trupp haben, vermute ich mal. Nein. Anders. Ihr wartet schön hier. Warum kümmere ich mich denn nicht? Hey, habe ich nicht gerade gesagt, ihr sollt da warten? Bitte, dann macht das auch, wenn ich das sage, ja? Schon ein bisschen mich alleine kaputt. Hoffe ich zumindest mal, dass das hier irgendwann mal wirklich drauf geht. Ich sehe jetzt vielleicht bald mal kaputt hier. Hallo? Nein? Ach, jetzt habe ich so ein Visier, dass ich hier verleben was noch hat. Shit. So, das war einer. Ja, das wird wahrscheinlich genauso hinkommen dann. Alles klar. Dann wären hier natürlich Feuerdinger gar nicht so unbrauchbar, ne? Ich will die Energie anholen. Kaputt machen. Los. Weg. Laufen. Komm. Und zurück. Laufen. Oh, verdammte Mist, Zwerge. Wo kommen die denn jetzt her? Die Frage, waren die vorhin auch schon hier oder nein, die haben uns von meinen Jungs aufgehalten. Okay. Dann gehen wir jetzt aber mit denen zurück. Brauchen uns unser kleines Ding, vor allem wissen, was das hier ist. Aber natürlich. Vergesst meinen teuflischen Plan nicht. Nein, aber momentan will ich erstmal die Viecher ranholen. Unseren Trupp dafür auch wieder aufstocken für deinen teuflischen Plan. Sag bitte alle. Ach, hier ist das Feuerviech noch, wa? Ja. Ah, jetzt haben wir den schnellen Rückweg. Ist ja gut, Knarl. Vergessen wir schon nicht. Sehr schön. Das ist gerade nicht unbrauchbar. Gibt es hier irgendwo ein Portal für Braune? Zufällig. So, wenn es war. Ja, bin ich doch schon dabei. Ach du Gucke, nein, wir gehen nicht diesen Weg. Nope. Ich sehe mir ein Gold gesammelt, finde ich sehr schön. Freund, da bin ich gerade dabei. Mach mal keine Hektik, ja? Kennst du das als Sprichwort? In der Ruhe liegt die Kraft. So. Wahrscheinlich brauche ich dafür dann eh primär die Grünen. Ich bin gerade dabei, ihn zu erfüllen. Da.
Schnell, schnell, schnell kaputt und Raum drauf. Und weglaufen. Wir haben es geschafft. Perfekt. Nicht, dass das Vieh noch lebt. Jetzt wollen wir die Stadt der Muttergöttin ran, ist schon klar. Gut, das andere Vieh lebt auch nicht mehr. Nicht, das Vieh liegt hier im Weg. Also besiegt nicht, ist diesmal nicht. Zur kritischen Phase meines teuflischen Plans. Ja, okay. Lasst Braune zur Statue ausschwärmen und wartet ab, was geschieht. Hallo? Oh. Aha. Die alten Gerüchte waren also wahr. Oh, hab ich gerade schlicht. Was war das denn? Ja, okay. Alter, das ist echt ein Geiz, wo du irgendwo, Wo sollen die denn hin? Ich lasse sie doch schon. Gut, ich bin mir sicher, dass Jule zurückkommt, wenn die Luft rein ist. Sie kennt die Geheimnisse der Statue wohl nicht. Wenn sie ihr Territorium erreichen, werden die Schergen sich wegschleichen und ein Portal suchen. Okay. Lasst uns diesen Ort verlassen, damit sie ihre schmutzige Arbeit in Ruhe erledigen kann. Jo, alles klar, machen wir so. Gut, das lief ja sehr, sehr gut, würde ich behaupten, ne? So. Das hier bitte noch kaputt machen, Jungs. Ah ja. Jetzt kommt die Szene, die sie wohl angesprochen haben. Los geht's! Die Schergen werden wir mitteilen, wenn sie ein Portal für euch aktiviert haben. Dann könnt ihr euer böses Territorium noch weiter vergrößern. Wäre das nicht nett? Mhm, doch, durchaus. So, dann müssen wir jetzt wohl nach Himmelsspitze, wie es aussieht. Aber das werden wir im nächsten Part machen. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen braune Energie farmen. Willkommen! Klappe zu. Dafür müssen wir ins... Das ist Himmelsspitze, genau. Aber wir müssen ja ins Hügelland, ne? Braune Energie haben wir denn hier insgesamt noch? Nur 19, aber wir können nicht mal die Armee voll machen. Also wenn das kein Zeichen für zu wenig Leute ist. Da werden wir diesen Part jetzt nutzen, um ein bisschen die Leute um ein bisschen die Schafe abzuschlachten. Einfach um braune Energie reinzufarmen, ne? So, weiter geht's. Und, warte mal, es gibt doch hier den abkürzenden Weg, der auch durch die Schafe führt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier sind erstmal noch Schafe. Mir fällt gerade... Oh Gott, bin ich blöd, dass mir das nicht eher eingefallen ist. Das wollte ich doch vorhin machen. Wie letztens noch... Das ist vorhin, das habe ich doch damals gesagt. Sehr gut, Jungs. Habt ihr toll gemacht. Wie viel braucht es dafür, das zu holen? Das ist zwar nur ein... Ihr könnt mehr Schein kontrollieren. Drei blaue. Die holen wir jetzt noch an, würde ich sagen. Wo hier... Ne, 1, 2, 3. Hier geht. Das ist eine ordentliche Schergenarmee, ne? So 26 Schergen, die dann auf
Gegner einprügeln ist noch nicht zu unterschätzende Zahl. Müssen wir den Weg finden, wie wir da rankommen. Das geht irgendwie von da drüben, dann gucken wir doch mal. So, wie kommen wir jetzt da drüben hin, ist die große Frage, ne? Ich finde es hier eigentlich immer noch viel zu fröhlich, wenn ich ehrlich bin. Es ist ungesund für den Overlord-Körper. Aber wie es in der nächsten Folge weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ihr wisst, was ich meine. Bis dahin, euer Professor Creep vom Asylum of Gaming.